Nun soll es darum gehen, wie wir Bewegung in unsere Bilder reinbekommen. Dazu brauchen wir eine frische Oberfläche bei dem P5 Editor und gehen auf Skript. Und ich möchte Folgendes haben. Ich möchte einen Kreis haben, der dem Mauszeiger folgt. Dazu tippe ich Folgendes. Ellipse. Das hätte ich auch da rechts klicken können, aber so finde ich es irgendwie einfacher. Back to the roots. So, wir brauchen die X-Koordinate und die Y-Koordinate. Die mache ich gleich. Ich fange mit der Breite 10 Pixel und die Höhe auch 10 Pixel. Dann bekommen wir eine gleich breite wie hohe Ellipse, also einen Kreis. Und die X-Koordinate bzw. die Y-Koordinate ist jetzt keine feste Zahl mehr, sondern man kann die Koordinaten von der Maus abrufen und das ist eine große Stärke von P5.js, weil es hier extrem einfach geht und man muss einfach die Befehle kennen und hier lautet der Befehl Maus X, das ist die X-Koordinate von dem Mauscursor und Maus, na, wer errät's? Genau, Maus Y. Wichtig aber, dass wir auf Groß- und Kleinschreibung achten. Also Maus klein geschrieben und Groß X und Maus klein geschrieben, Groß Y. Das ist dann das, was wir brauchen. Vielleicht an dieser Stelle, also wenn man jetzt Namen hat, die aus mehreren Wörtern bestehen, macht man das bei dem Programmieren meistens so, auch wie hier, zum Beispiel hier Create Canvas, das sind eigentlich zwei Wörter, die werden nicht mit einer Leertaste getrennt, weil der Rechner das nicht, damit nicht umgehen kann. Man macht es einfach so, dass man mittendrin, wenn das neue Wort anfängt, dass man einen Großbuchstaben macht. Das muss man nicht, aber das machen die meisten Programmierer, also das hat sich jetzt so eingebürgert. Und auch hier Maus X bedeutet die X-Koordinate des Mauszeigers und Maus Y und so weiter. So, jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das funktioniert hat. Gehen wir auf Canvas, auffrischen. Ja, sehen wir schon in der oberen rechten Ecke einen Kreis. Und wenn wir mit dem Cursor drüber gehen, folgen einfach Kreise. Also sieht ziemlich witzig aus. Das ist wie so ein Zeichenprogramm. Das ist noch nicht ganz das, was wir haben wollen, also was wir ursprünglich haben wollten, obwohl es eigentlich viel cooler aussieht als unsere erste Idee. Also meine Meinung zumindest. So, dann gehen wir auf Skript und schauen, weshalb es nicht so aussieht, wie wir das haben wollen. Und es liegt daran, an der Eigenschaft der Funktion Draw. Draw macht Folgendes: Es wird immer wieder aufgerufen und dann gezeichnet. Also wir zeichnen eine Ellipse, der Computer guckt, was ist die X-Koordinate des Cursors und ich gucke mir die an und speichere sie hier oder schreibe sie hier und was ist die Y-Koordinate, das mache ich und dann zeichne ich einen Kreis und dann vergeht eine kurze Zeit, also ich glaube, das macht auch hier also angeblich 60 Mal in der Sekunde, aber das klappt auf meinem Rechner auf keinen Fall. Also sagen wir so 40 Mal in der Sekunde guckt er sich das an und jedes Mal zeichnet er einen neuen Kreis. Und das, was wir hier sehen, sind halt die Kreise, die nacheinander gezeichnet wurden. Und damit wir das Gefühl haben, dass wir nur einen Kreis haben, der unserem Cursor folgt, müssen wir einfach jedes Mal einen Background zeichnen. Also Background. So, tippen ist natürlich viel cooler, da kann man mehr Fehler machen. Background. So, machen wir eine langweilige weiße Farbe? Ja, machen wir. So, ich könnte das später viel schöner machen. Ich möchte die Latte nicht zu hoch stellen. So, und jetzt auffrischen und jetzt folgt unser Cursor oder der Punkt unserem Cursor.
So, das macht Spaß, hat aber mit der Physik noch gar nichts zu tun. So, jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir wollen, dass sich eine Kugel oder ein Kreis immer weiter nach rechts bewegt. Und das würde für uns bedeuten, dass sich die Y-Koordinate dann nicht ändert. Und dann machen wir einfach eine feste Höhe, also von oben gesehen 100 Pixel. Und jetzt könnte man Folgendes machen. Wir könnten die jeweiligen Frames zählen. Das ist meine ich Current Frame. So, also jetzt werden die Frames seit Anfang der Animation gezählt und die Nummer von dem Frame wäre dann gleichzeitig die X-Koordinate. Mal gucken, ob ich mir das richtig gemerkt habe oder ob ich gleich in die Referenz noch nachschauen muss, reinschauen muss. So, auffrischen. Okay. Ich gucke mal bei der Referenz. p5.org Referenz und Steuerung F. Current oder was? Etwas mit. Ah, Frame Count. Okay, da war mein Fehler irgendwie. In jeder Programmiersprache heißt es anders. Sorry. Also Frame. Frame Count. So, damit werden die Frames gezählt und auffrischen und tada, wir haben eine Kugel, die sich von links nach rechts bewegt. So, nächste Übung, wir wollen die gleiche Kugel haben, die sich aber von oben nach unten bewegt, also die X-Koordinate lassen wir konstant und hier schreiben wir Frame Count und dann müssen wir eine Kugel haben, die bei X-Koordinate 100 konstant ist und dann von 0 bis sozusagen unendlich nach unten sich bewegt. Auffrischen. Ist das schön. So, und die nächste Aufgabe. Jetzt möchte ich nicht so eine langweilige Bewegung von rechts nach links bzw. oben und unten haben, sondern ich möchte, dass diese Bewegung gleichzeitig stattfindet. Und hier kommt etwas Physik. So, das ist auch der Grund, weshalb wir uns in der Schule eigentlich nur mit Bewegungen in eine Richtung bis auf ein paar Ausnahmen beschäftigen, weil man die Bewegungen in Komponenten zerlegen kann. Also wir haben jetzt hier die Bewegung, die wir am Anfang hatten. Ach, das mal woanders. So, jetzt habe ich spontan eine Idee. Das müssen wir ausnutzen. So, wir zeichnen drei Ellipsen. Die erste Ellipse ist, also Ellipse sage ich schon, der erste Kreis ist das, was wir am Anfang hatten. Ein Kreis, der sich von rechts nach links bewegt. Und wir starten in der Koordinate 0, 0. Und machen die Ellipse etwas größer, damit wir sehen, also 30 Breite, 30 Höhe. So, die zweite Ellipse startet bei x gleich 0 und bewegt sich von oben nach unten, hat auch die Breite 30, Höhe 30. Und die dritte Ellipse macht beide Bewegungen gleichzeitig. So, und wenn wir jetzt auf Canvas gehen und auffrischen, sehen wir hier die alte Ellipse, also das, was wir zuerst hatten, mehr oder weniger. So, nochmal auffrischen. Hier die zweite Bewegung, die uns schon bekannt war. Und jetzt die dritte ist die Überlagerung. Also die hat die X-Koordinate der ersten Bewegung und die Y-Koordinate der zweiten Bewegung. Und so können wir so eine schräge Bewegung machen. Ja, und das ist
etwas, was die Physikerinnen und Physiker eigentlich jeden Tag machen. Das nennt sich dann, also man kann die Bewegung dann zerlegen oder überlappen. Man spricht dann irgendwie von Superpositionen und ja, also wenn man das verstanden hat, ist Physik dann um einiges einfacher. Also was wir auf jeden Fall hier mitnehmen sollten, ist, man kann eine komplizierte Bewegung in zwei Richtungen, in zwei Bewegungen aufsplitten und das ist meistens deutlich einfacher, ein komplexes Problem in zwei weniger komplexe Probleme aufzuteilen. Ja, dann kann man die Komponente betrachten und dann die zweite Komponente betrachten. Meistens ist es so, dass wenn man die X-Komponente vernünftig betrachtet hat, man das, was man da gerechnet oder gelernt hat, direkt auf die Y-Komponente übertragen kann und man hat dann zwei Fliegen mit einer Klappe oder Klatsche oder wie auch immer es heißt, erschlagen. So, ich glaube, das reicht an dieser Stelle jetzt auch.